Ich bitte einen riesen Applaus auf die Bühne, Christine Teichmann. Hallo, ich freue mich voll, hier dabei sein zu dürfen. Es ist für mich bis jetzt schon ein Riesenerlebnis, das sehen zu dürfen. Ich darf ebenfalls meinen zweiten Text machen, also ich bin quasi schon im Finale. Und ja, vielleicht passt er trotzdem ein bisschen zum Thema. Hier ist er. Hauch auf den Spiegel, wisch dir die Maske vom Gesicht, streif die Perücke ab und hör endlich auf, eine Rolle zu spielen. Strip down, zieh alles aus, was nicht zu dir passt. Die unbequemen Schuhe, in denen du schwitzt, obwohl sie perfekt zu dem Outfit passen, das nicht du bist, sondern das Spiegelbild dessen, was deine beste Freundin in dir sehen will. Sei wieder 3 Zentimeter kleiner oder 5. Oder falls deine Fersen noch zum Boden reichen, 10. Hauch auf den Spiegel. Wisch dir die Maske vom Gesicht und wachse. Überleg dir, ob du jemanden gefallen willst, der dich nur attraktiv findet, wenn du nicht wie du selbst aussiehst. Stell dir den nächsten Morgen vor oder einen beliebigen Morgen 20 Jahre danach. Hauch auf den Spiegel. Hör auf zu lächeln. Gefalle nicht. Wisch dir die Tränen ab, wenn es nichts zu lachen gibt. Strip down. Hauch auf den Spiegel. Wisch dir die Rolle vom Gesicht. Sei nicht mehr die Tochter deiner Eltern, die Schwester deiner Brüder, die Schülerin deiner Lehrer, die Patientin deiner Ärztin, die Mutter deiner Kinder. Sei nicht mehr, wisch weg. Versuche, aus dem verbliebenen Krümel ein neues Haus zu bauen mit Keller, Erdgeschoss und Dachboden, einer Freitreppe und diesen abgesperrten Zimmern im Keller, zu denen nicht einmal du einen Schlüssel hast. Und einen Prinzessinnenturm, komplett mit Spinnrad und Rosenranke. Hauch auf den Spiegel und sieh die Schönste im Land. Denn in diesem Land bist du die Einzige, die zählt, und was die 7 Zwerge hinter den 7 Bergen sagen, ist sowas von egal. Wisch weg. Entspann dich. Wirf ein Steinchen. Sieh zu, wie Narziss Spiegelbild verschwimmt. Warte. Hör auf, die Zähne zu fletschen. Dein Platz im Rudel ist ausgekämpft. Und auch wenn NSA uns das glauben macht, du bist nicht ständig unter Beobachtung. Du musst dich nicht täglich paaren und Fleisch nach Hause bringen. Lass mal die Steinzeit aussickern. Warte. Wirf ein Steinchen. Sieh zu, wie Narziss-Rollenbild verschwimmt. Sei nicht mehr der Sohn deiner Eltern, der Bruder deiner Geschwister, der Musterschüler, der Klassenkasperl, der Linksaußenstürmer. Sei nicht mehr. Wirf ein Steinchen und warte. Sieh zu, wie aus den entlaufenden Ringen ein neues Bild entsteht. Mit Himmel und Blättern an den Ästen, die über dem See hingen. Zieh ein Schwert aus dem Baumstumpf. Zieh es an, lache
und wirf es in den See. Plopp. Dankeschön.